So, Hallihallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei Schön Entertainment TV und hier wieder bei Sehanda und bei LPG Meyers. Ja, und wir sind unterwegs, machen die zweite Mission und die lautet: Sichten Sie einen Maultierhirschen. Da ist es egal, ob männlich oder weiblich, einfach nur einen sichten. Und die Aufgabe, die werden wir jetzt in der nächsten Viertelstunde versuchen zu überwältigen oder zu bewältigen. Und dann sehen wir ja weiter. So, schauen wir mal. Waffenladen, gut. Ich habe mir jetzt noch das Holster für den Wolf geholt. Und habe jetzt auch die 270er mit dabei und Bazi, Ruhe. Und die 243er sowieso. Und dann den Caller für den Maultier, ist klar. Und Fernglas und mein Geruchsreduzierer, den brauchen wir nämlich. So, und dann geht es auch schon ab. Also ich bin einfach ein Freund vom Geruchsreduzierer, viele sagen, braucht man nicht, aber ich mag ihn. Und deswegen machen wir die ganzen Missionen, damit wir GMs verdienen, weil dann kann man uns den immer für die GMs holen. Den Geruchsreduzierer. So, ich laufe jetzt ein bisschen schneller, bis wir da oben sind. Und dann gucken wir mal, ob wir Maultierhirschen zu Gesicht bekommen. Ja, wir sind immer noch hier bei Lockers Point. Oder auf Lockers Point. Der, die, alle, die was mal wissen wollen, wie die Map hier ausschaut. Hier, das ist diese Map, Lockers Point. Also man, wir haben zwei Einstiegspunkte, einmal im Norden oben, einmal hier unten. Und man kann natürlich auch selber da noch Zelte aufstellen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Ich habe mir jetzt den, die Tasche noch geholt für den Revolver, dass ich den Revolver mitnehmen kann. Gut, ich hätte jetzt auch die Schrotflinte mitnehmen können, dass wir mal Fasane finden oder irgendwas, dass man auf Fasane vielleicht noch schießen kann. Aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das nehme ich das nächste Mal mit. Jetzt geht es erstmal darum, eine Maultierhirsche zu sichten. Wir laufen jetzt ungefähr bis da vorne zu der Baumgrenze und dann gehen wir in die gebückte Haltung und marschieren langsam da hoch. Weil ich denke, dass wir da dann schon den einen oder anderen sehen werden. Aber man hat dann noch als Schrotflinte die 12GA, da kann man dann Vogelschrot, also für Vögel, dann Rehposten für Rehe und kleinere und Füchse und so weiter. Und da unten ist ein Pilz. Den nehmen wir natürlich mit, denn wer hat nicht gern Pilze in der Tasche? Ja, und dann hat man... So, genau. Und dann haben wir noch... die Slugs, die sind dann für verwilderte Schweine, den kann man auch für Maultierhirsche verwenden und so weiter und so fort. Und natürlich Vogelschrot dann für Enten, für Gänse, für die Fasane und Truthähne. Genau, so ist das nämlich. So. Jetzt gehen wir da dann langsam hoch und schauen mal, ob wir einen Maultierhirschen sichten können. Ja, wir werden jetzt auch noch eine Zeit lang hier bleiben, außer es kommt, es werden irgendwann die Missionen für die anderen Gebiete frei. Dann mache ich die natürlich auch rein, aber es sind dann, genau, da haben wir schon einen Maultierhirschen, da oben an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Das heißt, wir callen da schon mal. Es geht jetzt hier in dieser Folge nur um die Sichtung. Aber ich werde euch dann dennoch auch mal kurz zeigen, wie das Ganze dann ist mit dem Schießen. Ups, kommt mir da gar nicht hoch. Müssen wir uns vorsichtig hier bewegen. Denn wie gesagt, es sind hier noch keine Profis. Bazi. Bazi, Bazi, Bazi. Am besten sollten wir ja hier jetzt warten. Nur das Problem ist, über die Kuppe sollten wir schon noch schauen können. Deswegen laufe ich jetzt ein bisschen von meinem Callplatz weg. Und will da oben auf den Stein. Ja, ich kenne die Map schon ein bisschen. War ja sehr viel da schon unterwegs. Ich habe auf LP John Meyers Kanal schon über 400 Sehanda Videos.
Na komm, Peter, warum komme ich jetzt da nicht hoch? Hallo? Will der mich jetzt nicht da hochlassen? Doch, jetzt auch. So, jetzt legen wir uns da mal hin und warten einfach mal ab, wo das Tierchen kommt. Wir brauchen diesmal nur die Sichtung. Es ist natürlich ein Weibchen. Also nochmal zurück, wenn sich da mal ein Missionsstrang auf, zum Beispiel Truthahn oder verwilderte Schweine oder was auch immer, dann gehen wir mal in eine andere Map und dann wird es auch eine neue Playlist. Also da gibt es dann die Playlisten, nenne ich Sehanda Maultierhirsch-Missionen. Also so, dass ihr da gleich Bescheid wisst. Das machen wir dann noch mal ein bisschen vor. Damit es alles schön geordnet und getrennt ist. So. Jetzt mal vorsichtig hier bewegen. Der Geruchsreduzierer ist zwar dran, aber ihr habt ja vorhin gesehen, kann ich trotzdem ganz gut abhauen. So, jetzt kriegen wir da noch ein bisschen nach vorne. Hoffen mal. Da muss es so sein. Genau da vorne irgendwo. Schauen wir mal, ob wir sie schon sehen irgendwo. Da vorne. Da spitzelten die Ohren schon vor hinterm Baum. Von dem Weibchen. Das kriegen wir dann gleich Daten oben rechts. Machen wir natürlich auch mal ein paar Screenshots. Hier jetzt. Jetzt haben wir einen Screenshot gemacht. Jetzt haben wir oben die Daten, Geschlecht weiblich. Gewicht und das Score wird Gewicht wird entsperrt bei Level 3. Das heißt die Sichtungsscore und das Score für das Level, also Score, was das Tier für einen Score hat, wird bei Level 5 gezeigt. So, wir haben die Mission auf alle Fälle fertig. Aber das Problem ist jetzt, ich habe jetzt hier keinen Entfernungsmesser. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Tier weg ist. Und schätzen ist natürlich auch nicht allzu gut hier. Aber damit wir einen Abschuss haben. So, jetzt haben wir da natürlich ein Scope mit dem, was man nicht zoomen kann. Zoomen kann, aber naja, wir kriegen das trotzdem hin. Mit der 243er schießen wir. Normalerweise sollte man schauen, dass man das Blatt erwischt. Jetzt steht sie still, jetzt können wir es versuchen. Und da liegt es. Da liegt unser erstes Tier. In dieser Sehanda Let's Play Reihe. Das sammeln wir jetzt ein und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. War relativ schnell. Ich glaube, wir haben jetzt so 7-8 Minuten gebraucht. Und das passt dann auch. So, sehr schön, sehr schön. Und was ich jedem raten würde, immer die Spuren mit aufsammeln. Immer erst schauen, bevor man das Tier aufhebt, dass man links und rechts noch ein paar Spuren aufsammelt, weil dadurch kriegt man dann natürlich noch den ein oder anderen Score, dann levelt man schneller. Aber da ist jetzt im Umkreis keine Spur mehr. Dann gehen wir zurück. Und nehme das Tier auf. Das muss immer aufgenommen werden, denn sonst bekommt man eine E-Mail auf der Sehanda-Seite von dem Dog, weil der freut, ist nicht immer erfreut, wenn man irgendein Tier liegen lässt. So, jetzt schauen wir mal. Also Score gibt das Tier nicht, ist weiblich. Weibliche Maultierhirsche geben keinen Score, nur männliche, weil die haben ein Geweih und anhand dieses Geweihs wird der Score berechnet. Aber wir haben den Erhaltungszustand von 100% und 55,5 Kilo. Fleisch. Wir haben aus 50,9 Meter geschossen und getroffen haben wir den Körper, rechte Lunge, Leber. Also so soll es eigentlich sein. So, Trophy Shot machen wir jetzt, dass wir die erste Errungenschaft hier haben. Die haben wir jetzt. Ein Muletier. Das heißt, wir haben jetzt den ersten, oder zwei Punkte haben wir jetzt, glaube ich, im Hunter Score.
Ja, Handelscore ist eigentlich der. Anhand des Handelscores sieht man, wie viel das man schon gemacht hat und so weiter und so fort. Aber für manche interessant, für manche nicht interessant. Also ich schaue da schon immer drauf. So, dann machen wir natürlich ein Bild. Und dann haben wir das. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.